genauso sollte sich das anhören. Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Heute gibt es mal wieder was Türkisches und zwar machen wir Simit. Das sind türkische Sesamkringel. Super, super lecker. Genial mit Schafskäse, Tomaten und Oliven und natürlich einer schönen Tasse schwarzen Tee. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unsere Simit nehme ich ein Weizenmehl Typ 550. Wenn ihr ein Pizzamehl Typ 00 bekommt, 00, ist das noch besser, denn das hat einen höheren Proteingehalt. Aber 550 geht auch. Dann habe ich 300 Gramm Wasser. Wiegt es bitte genau ab, denn 10 Gramm mehr oder weniger machen auf jeden Fall einen Unterschied. Das sollte lauwarm sein, also wenn ihr euren Finger da reinsteckt, gerade so, dass es wirklich angenehm warm ist. Nicht mehr, denn dann ist es zu heiß. 10 Gramm frische Hefe und 10 Gramm Salz. Ihr könnt auch Trockenhefe nehmen. Dann nehmt ihr einfach ungefähr ein Drittel von dem Gewicht an Trockenhefe. So, wir geben als erstes mal das Salz in unser Mehl, vermischen das ein kleines bisschen. Dann löse ich die frische Hefe hier in dem Wasser auf. So, das wandert auch dazu. Schön schauen, dass ihr die ganze Hefe mit reinbekommt. So, dann vermischen wir das Ganze. Ihr könnt das natürlich auch in der Knetmaschine machen. Ich mache das jetzt von Hand. So, und dann können wir das auch schon auf die Arbeitsfläche geben. So, und dann heißt es ordentlich kneten. Dauert meistens so 5 bis 10 Minuten. Wichtig ist, dass ihr den Teig immer schön mit Kraft mit dem Handballen so ein bisschen auseinanderzieht. Man kann aus dieser Sache übrigens auch ein komplettes Workout machen. Schön mit beiden Händen kneten. Und dann seid ihr danach auch ausgepowert. Dann habt ihr euch euren Simit auf jeden Fall verdient. Wenn unser Teig so aussieht, schön elastisch geworden ist, dann formen wir da eine Kugel draus und dann wandert er hier in ein Glas oder in eine Schüssel, abgedeckt. Dann lassen wir erstmal für eine halbe Stunde ein bisschen gehen. Während unser Teig am Gehen ist, können wir hier schon mal ein bisschen den Sesam in der Pfanne ohne Öl anrösten. Bleibt dabei stehen, damit euch der nicht anbrennt, das geht nämlich manchmal ganz schnell. Ihr könnt im türkischen Laden manchmal auch schon gerösteten Sesam kaufen und ansonsten macht ihr das einfach schnell selbst. So, wenn der Sesam schön goldgelb ist, dann nehmt ihn gleich aus der Pfanne raus, damit er euch nicht anbrennt, denn die Pfanne ist ja weiterhin heiß. Und dann lassen wir den ein kleines bisschen abkühlen erstmal. So, der Teig ist jetzt eine halbe Stunde gegangen, ist jetzt nicht übermäßig aufgegangen, muss er aber auch gar nicht, denn es soll gar nicht so luftig sein, ein Simit. So, und jetzt portionieren wir das Ganze. Wir bekommen hier bei der Menge 7 Stück, genau 117 Gramm raus. So, jetzt formen wir die ganzen nur noch so kurz ein kleines Paket. Kleine Rolle hier. Luft raus. Könnt ein kleines bisschen Mehl drunter machen, aber eigentlich kleben die
So, so gut wie gar nicht mehr. Die decke ich jetzt noch kurz 5 Minuten ab, lasse sie noch kurz ruhen, denn dann lassen sie sich einfach viel einfacher rollen. Wenn die Semit fertig gerollt sind, müssen wir sie tunken, und zwar machen wir daraus eine Mixtur aus Traubensirup, Pekmez nennt sich das, das bekommt ihr im türkischen Laden. Wenn ihr das nicht bekommen könnt, funktioniert auch wunderbar zum Beispiel ein Zuckerrübensirup, den kriegt ihr eigentlich in jedem Supermarkt. Das gibt es auch in manchen Supermärkten. Pekmez heißt das. So, das verdünnen wir aber ein bisschen. Wir haben jetzt hier so ein etwas Drittel von so einem Glas. Da gebe ich ein kleines bisschen Wasser noch dazu. Ein Gläschen. So, und ein kleines bisschen an Esslöffel von dem Weizenmehl. Einfach das gleiche, was ihr auch für den Teig genommen habt, Typ 550. Einfach damit das ein bisschen dicker wird, die ganze Mischung, und dann klebt das ein bisschen besser an den Zimt. Das hilft unter anderem neben dem typischen leicht süßen Geschmack außen auch dabei, dass die Kruste außen schön kross wird. Denn der Zucker karamellisiert nachher im Ofen. So, jetzt müssen wir die Zimt nur noch ausrollen. So, das geht eigentlich ganz einfach. Immer von der Mitte. Von der Mitte nach außen. Gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man die Simit rollen kann. Ich zeige euch mal zwei Stück. Sie sollten etwa fingerdick, viel dicker brauchen sie nicht sein. Wenn ihr sehr dicke Finger habt, macht sie ein bisschen dünner. Eigentlich braucht ihr hier kein extra Mehl. Es kommt so ein bisschen drauf an. Im Prinzip müsste das eigentlich so funktionieren auf eurer Arbeitsfläche. Wenn es sehr klebrig ist, nehmt einfach noch ein kleines bisschen Mehl dazu, aber nehmt nicht zu viel, denn dann ist das Rollen tatsächlich relativ schwierig. So, die eine Möglichkeit ist, ihr nehmt sie einfach doppelt, die Simit, und dreht sie dann. So. Und dann habt ihr hier, macht ihr sie hier ein bisschen durch dieses kleine Loch wieder. Oh, das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Rollt sie einmal so. Und fertig ist der erste Simit. So. Versuchen wir hier hinten das ein bisschen ein kleines Loch drin zu lassen. Dann machen wir den Teig da durch. Und drücken das einmal kurz an. So, das sah schon ein bisschen eleganter aus. Hier lege ich jetzt ein kleines bisschen Mehl drunter, aber nicht viel. Dass sie uns nicht so sehr am Arbeitstisch anhängen. So, die zweite Variante wäre, ihr macht zwei Stränge. Ich persönlich mag die erste Variante eigentlich lieber, ist einfach ein bisschen, ja, eleganter. Aber je nachdem, was euch da einfacher fällt, macht euch auch nicht so verrückt, dass die Stränge oder die Ringe müssen gar nicht so perfekt sein. So, und dann legen wir die einfach zusammen und verdrehen sie so. So, dann muss man hier nur noch die Enden ein wenig zusammenlegen. Und auch hier wieder einmal kurz rollen. Fertig. Dann ist es Zeit, die Simit zu tränken. Einmal hier rein, dann in unser Sesambad. Wir geben denen nachher sowieso noch ein bisschen Form. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn die jetzt nicht perfekt rund sind. Die werden nachher gleich nochmal auseinandergezogen ein bisschen. So lassen wir die jetzt nochmal ungefähr 10 Minuten ruhen. Der Ofen, den solltet ihr jetzt aufheizen, 250 Grad. Ich würde sie auf einem Pizzastahl backen. Wenn ihr einen Pizzastein habt, ist auch super. Ansonsten könnt ihr sie natürlich auch einfach auf dem Blech backen. Dann werden sie von unten noch nicht ganz so schön. Ich zeige euch gleich mal, wie mein Ofen von innen aussieht, wie wir das machen. So, ich habe jetzt auf mittlerer Schiene meinen Pizzastahl. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr natürlich auch einfach die auf einem Blech backen mit einem Backpapier.
Und ganz unten habe ich noch ein Blech. Da könntet ihr auch eine Pfanne nehmen, irgendwas Feuerfestes, aber bitte keine Glasform oder Keramik, denn die wird zerplatzen. Da rein kommt nachher gleich ein bisschen heißes Wasser, etwa so eine halbe Tasse, damit wir ein bisschen Dampf haben am Anfang. Aber erst, wenn die Simmet reinwandern. So, der Ofen ist heiß. Jetzt geben wir den Simmet noch so ein kleines bisschen. Können wir die noch ein bisschen flach drücken. Wie ihr seht hier, die sind schon viel größer geworden. Ich drücke sie einmal ein kleines bisschen platt. Und dann geht's ab auf meinen Backstahl. So, ich habe es gerade leider nur drei Stück drauf gekriegt. Dann wandert hier mein Wasser rein. Und sofort Ofen zu. Dann drehen wir den Herd runter auf 230 Grad und backen sie fertig. So, wenn ich die ersten gebacken habe, habe ich die anderen hier nochmal im Kühlschrank gelegt, damit die nicht zu stark aufgehen. Die backe ich jetzt auf dem Blech hier in dem Fall, weil dann kann ich die einfach A schöner formen und B kriege ich dann auch ein bisschen mehr, kriege ich dann vier Stück auf einmal rein. Auch die hier ein bisschen flach drücken nochmal. Wichtig an der Stelle nochmal, schaut, dass der Sesam kalt ist. Wenn ihr die Simmet da drauf legt, denn sonst wird euch der Teig sehr weich. Wenn der Sesam warm ist, tut das dem Teig nicht so gut. So, die backe ich jetzt aber im Prinzip genauso. Habe den Ofen jetzt nochmal vorgeheizt auf 250, drehen dann gleich wieder runter, wieder ein bisschen Wasser. Ihr habt hier natürlich ein bisschen Sesam übrig. Es ist schwierig, genau so viel Sesam zu nehmen, wie man für das Rezept braucht, denn ihr braucht immer ein kleines bisschen mehr, um hier drin zu wälzen. Aber ihr könnt einfach noch mal Simmet backen oder ihr packt das so in den Salat rein. So, meine Simmets sind fertig, haben ungefähr 18 Minuten gebraucht bis 20 Minuten. Das sind die, die ich auf dem Pizzastahl gebacken habe. Da ist mir die Form leider nicht ganz so schön geworden. Und das sind die von dem Blech. Die sind deutlich schöner geworden. So, jetzt schauen wir mal, ob sie auch lecker geworden sind. Das Geräusch ist schon mal sehr gut. Oh ja. Perfekt. Genauso sollte sich das anhören. Innen drin weich, außen drin schön knusprig. Und dazu passt wunderbar ein schwarzer Tee, Schafskäse, Oliven und fertig ist ein wunderbares Essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und schaut gerne auch mal auf meiner Instagram-Seite Thomas kocht vorbei, denn da könnt ihr mich in euren Bildern markieren. Und so sehe ich immer, was ihr Schönes zu Hause nachgekocht habt. Ich sage viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.